Ja, einen wundervollen guten Morgen, Susanna. Schön, dich wieder zu sehen. Heute ist wieder die Zeit für unsere Lebensgespräche mit dem, was uns so beschäftigt und wo wir unsere Augen hinlenken und wo wir Licht reinschieben wollen. Ja, schön, dass du erstmal da bist. Ja, danke schön, dass ich da bin und schön, dass du da bist und ja, schönen guten Morgen. Ja, los geht's. Ja, ich hatte gestern ein Gespräch und in diesem Gespräch kam mir entgegen, weil im Außen was passiert ist, kam mir entgegen, ja, dann schau doch mal, was du da noch für Glaubenssätze hast. Oh, das ist ein gängiger Satz. Und das hat mich wirklich bewegt, da mit dem Licht unseres Verständnisses mal ein bisschen mehr reinzuleuchten und wirklich nachzuschauen und nachzu, ja, spüren, haben die Glaubenssätze wirklich die Kraft, Situationen und Umstände zu erschaffen. Weil es hörte sich ja so vermeintlich danach an, also für mich zumindest. Dass so ein bisschen die Aussage da ist, du musst deine Gedanken dazu verändern, dann wirst du eine andere Situation und einen anderen Umstand erleben. Du musst. Und wir hatten ja über Gedanke gesprochen, diesen großen Gedanken, über diese Prinzipien, woraus die sich ja zusammensetzen. Und je tiefer wir ja reingucken auch und noch mehr in diese Prinzipien hineinschauen, schauen wir ja in diese Richtung von wer wir wirklich sind. Und von dem letzten Buch, was ich ja oder was wir aufgeschrieben haben und was wir empfohlen haben, ging es ja in diesem Bereich genau darum, dass die mentale Aktivität von Ideen, Konzepten, Glaubenssätze, Eindrücke, Bilder, Intuitionen und, aus dieser Kraft über dich mental aktiviert wird. Das heißt, wir sprechen hier von einer Ebene, die ist einmal formlos und einmal in der Form. Und diese Glaubenssätze sind ja schon in der Form. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, was macht die Aussage mit dir? Was macht die Aussage mit dir? Und dann habe ich da mal ein bisschen näher hingeschaut. Ja, sie sagt einfach, ich bin nicht gut genug. Ich habe Einfluss auf mein Denken. Ich muss anders denken. Und je mehr wir da in dieses Verständnis, dieses Licht reinschieben und schauen, sehen wir, dass das mit unserer Persönlichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Ja, das Persönliche, was wir hier identifizieren mit all diesen Dingen, kommen ja aus dieser formlosen Ebene, die wir von Natur aus sind, ich weiß gar nicht, ich kann dir das überhaupt gar nicht richtig, wie gesagt, das geht an den Worten vorbei, du merkst es schon, dass Worte nur Metaphern sein können, auch um dann in diese Richtung zu schauen. Für mich war es aber so,
da wirst du in einen Aktionismus hineingeschubst, was reparieren zu müssen, was überhaupt keine Reparatur vonnöten hat. Mhm. Und auch dazu, zu diesen Glaubenssätzen selber, habe ich nochmal das Buch rausgeholt, Jenseits aller Glaubenssätze, mhm, geschrieben von der Linda Queering, über die Lehren von Sydney Banks. Und ja, die ja besondere Kontakte mit ihm direkt ganz im Anfang hatte. Genau, und die auch schon längere Zeit immer in diese Richtung schauen. Und da gibt es so einen Abschnitt, den möchte ich gerne noch mal eben weiterlesen, bevor wir reingehen, noch mehr in die, mhm, in die Sicht. Glaubenssätze und Konzepte anderer Menschen zu erforschen, ist tatsächlich von sehr geringem Wert. Alles, was man dabei lernt, sind nur noch mehr Glaubenssätze, mit denen man bewertet und analysiert. Damit stiftet man sogar noch mehr Verwirrung in einem bereits verwirrten Geist. Mhm. Schaue in dir selbst nach. Mhm. Schön. Also ich habe ja da die Gedanken, während du gesprochen hast und das erzählt hast, über die Glaubenssätze. Und haben die Glaubenssätze Kraft, einzuwirken auf unser Leben oder wie? Unser Leben zu gestalten. Ja, die Umstände und die Situationen zu erschaffen. Ja, und davon, ich sehe das auf zwei Seiten. Natürlich, klar, weil wir, aber es hat keinen Sinn, das erkenne ich immer mehr, diese Glaubenssätze, weil ich kenne diesen Satz, du musst nur deine Glaubenssätze richtig stellen und blablabla. Also, entschuldige, aber ich merke diese Sinnlosigkeit dahinter. Weil es sind uns ja nur so viel an Glaubenssätzen bekannt. Und drunter, es gibt ja dieses Eisbergmodell, ist so viel im Unterbewusstsein. Und da wirken unschuldigerweise ganz viele Glaubenssätze. Und das ist eine Never-Ending-Story. Du kannst dein Leben bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug mit Glaubenssätzen richtigstellen und so weiter verwenden. Das ist vollkommen anstrengend. Genau dieser gleiche Satz. Du musst nur mental dir richtiges Mindset haben. Geht in die Richtung. Ey, das hat bei mir noch nie funktioniert. Ja, du musst, sondern was mir jetzt immer mehr Entspannung bringt, Klarheit, manchmal kommt schon so ein, aber es ist ja schon in Bewegung, diese Glaubenssätze, das hast du, glaube ich, vorher auch erwähnt, es ist ja schon in Bewegung und nicht die Glaubenssätze, ja, die bewirken etwas, klar, aber nicht das, wonach ich mich wirklich sehne. Ja, ich sehne mich ja nach Frieden, nach Ruhe und aus dem heraus. Und ich habe in letzter Zeit ganz viel über Zufriedenheit nachgedacht. Das ist so unsexy in unserer Kultur teilweise. Und aus dem heraus kommen frische Gedanken, andere Gedanken und so. Also ich glaube, dieses mit den Glaubenssätzen, das Spiel mit den Glaubenssätzen ist sehr anstrengend. Es liebt unser Verstand, ja, und der stürzt sich drauf. Aber es ist anstrengend und ja, irgendwie kurzfristige Befriedigung. Aber nicht diesen tiefen inneren Frieden. Das Gefühl, zu Hause zu sein und aus dem Erfüllung, aus diesem Zufriedenheit, aus diesem warmen Gefühl von Frieden, ich einfach erschaffe. Also so sehe es ich gerade für mich spannenderweise.
Ja, da sprichst du gerade ja den Teil an, wo wir auch immer mehr hinschauen. Sind Glaubenssätze, so wie wir sie verstehen, ja nur Glaubenssätze da oben? Das hat nichts mit tieferem Wissen zu tun. Genau. Weil manchmal weiß ich etwas, aber Glauben ist da oben. Genau. Und wir reden ja hier, dass wir diese Prinzipien von Bewusstsein, Geist, Gedanke als eine Kraft sehen, die, wenn wir in diese Richtung schauen, von dem Persönlichen weg, die Ruhe und die Kraft nämlich dort liegt, wovon du gerade sprichst. Und wenn wir aber glauben, dass Glaubenssätze eine Macht haben oder eine Wichtigkeit haben oder eine Richtigkeit haben, dann sind wir ja dessen wieder aufgesessen, was eigentlich schon in der Form ist, wo wir nichts dran verändern brauchen und tun müssen und, und. Und da kommt mir dieses Beispiel nochmal hoch, so ein bisschen von Marc Poletnik, der das so schön erzählt hat bei uns in einer Konferenz, dass du Leben auf zwei verschiedenen Arten sehen kannst. Einmal, wie Leben funktioniert, und die andere Art ist, wie soll ich leben? Es hat aber mit dem Leben nichts zu tun. Und wenn wir dann wieder zurückgreifen, auf dass wir nur das erleben von den Gefühlen her, wie wir denken über eine Situation, erleben wir ja nicht direkt die Realität draußen, die abläuft. Das Leben ist Fakt, es läuft ab. Wie wir das sehen und bewerten und, das ist unsere persönliche. Wie soll ich leben? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich dies? Wie soll ich jenes? Was mache ich jetzt besser? Und. Hat ja mit dem Fakt Leben nichts zu tun. Ich sage mal, Fakt Leben ist wieder dieses Beispiel mit dieser Tomate. Die Tomate weiß vom Samen her, dass sie eine Tomate wird. Und da ist nicht der Gärtner für zuständig, dass der Same Tomate sprießt im Leben, sondern der sucht nur den Platz aus, wo sie am besten gedeihen kann. Der pflegt sie, dass sie gut gedeihen kann, aber die Kraft, die dahinter steckt, die Intelligenz von allem, woraus wir bestehen, wer wir sind, ist ja eine höhere Intelligenz. Ja, das ist das Prinzip Geist. Genau, und das ist das Prinzip Geist. Und wir reden aber, können Glaubenssätze Umstände und Situationen erschaffen? Weil der Geist, wenn wir uns an den Fluss nochmal erinnern, dass die Quelle ja oberhalb ist und der Geist über Gedanke diese mentale Aktivität in uns aktiviert und für uns scheinbar real macht. Und deswegen, also das sind dann schon so Sachen, da muss man einfach mal selber hinschauen. Jetzt wird es schon echt spooky. Ja. Jetzt wird es schon echt spooky.
Mir ist gerade ein Bild gekommen, wie du das erzählt hast. Ein Meer, das Meer, Wellen, ja. Das hat niemand geschaffen, sondern es gibt Ebbe und Flut, ja. Das ist eine höhere Intelligenz, die das irgendwie erschaffen hat. Und ich kann in dem Meer sein und kann mit der Welle spielen, ja. Ich kann sie zurückhalten, scheinbar, ja. Und ich kann in die Welle reintauchen und ich kann, also wer da schon mit höheren Wellen gespielt hat, ja. Aber die Welle, also diese, die kann ich nicht aufhalten. Ja, man kann mittlerweile vielleicht schon mit Wetter herumbedingen, aber das ist die Intelligenz des Lebens, die dahinter steckt. Und für mich kommt da der Faktor Vertrauen dazu. Ich brauche nicht alles kontrollieren. Ich kann damit spielen, mit Glaubenssätzen. Also spielen, das ist eine andere Ebene. Aber ich kann mich in dieses Vertrauen reinfallen lassen, mich tragen lassen von den Wellen. Oder ich kann damit spielen. Ich kann mich gegen die Wellen laufen, also hüpfen lassen. Ja. Und ich kann mich auch tragen lassen von den Wellen. Ja. Und diese Gewissheit, das ist so ein Vertrauen. Und das ist, glaube ich, das, was du, von dem du, es ist jetzt in meiner Sprache so verständlich. Ja. Geist. Geist hat alles erschaffen. Ja, mir fällt ich auch so. Und ich kann ein bisschen herumspritzen in meinem Leben. Ja. Ja. Mir fällt da auch ein kleines Beispiel ein, um da nochmal hinzuschauen, was ich meine mit haben, wirklich Glaubenssätze, die Kraft, das Leben zu erschaffen, was da passiert an Umständen und Situationen. So, wenn du jetzt, weil du bekommst ja irgendwo so unterschwellig, du hast da Verantwortung für. Das heißt, wenn das ja so wäre, dann musst du ja Angst haben, Glaubenssätze zu haben, dass du in der nächsten Ecke einen Unfall hast. Und wenn du dann einen Unfall hast, bist du schuld an dem Unfall, weil du ja den Glaubenssatz hast, das ist alles so unsicher mit dem Autofahren, wer weiß, da passieren immer Unfälle, immer an dieser Kreuzung, bla 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 und bla bla bla, weil die Glaubenssätze setzen sich ja zusammen aus verschiedenen Gedankenstrukturen. Es ist ja ein Gedankensystem. Das heißt, da müsste ja eigentlich auch ein Autounfall, der passiert, ist ja ein Umstand im Leben, ist ja eine Situation oder ein Ding, ein Umstand im Leben. Müsste dieser Autounfall ja was mit dir zu tun haben, dass du einen falschen Glaubenssatz hast, dass du diesen Unfall jetzt erlebst. Und das meine ich mit dieser Kraft. Haben die Glaubenssätze wirklich diese Kraft, das Leben im Außen zu erschaffen? Weil dann haben wir Verantwortung. Ein Unfall passiert. Genau, ein Unfall passiert. Es ist Fakt. Und der Fakt, und da kann ich daraus lernen, vielleicht nächstes Mal nicht alkoholisiert am Steuer zu sitzen oder mit dem Handy zu telefonieren. Aber auch das passiert. Ja. Ich meine, ich fahre weder Auto noch alkoholisiert, aber sowas passiert. Shit happens. Es passiert und daraus auch so. Zu lernen ist gut, aber es gibt keine Schuld. Und da kommt für mich, das habe ich letztens in einer Coaching-Sitzung, Bono, oder wie heißt das, diese hawaiianische Vergebung. Und das ist schon spannend, das würde ich sogar später. Also da geht es darum, sich selbst zu vergeben. Nicht, ich bin schuld, weil ich falsche Glaubenssätze oder sonst was, sondern ganz, ja, shit happens. Ja, aber das sich nicht persönlich dafür verantwortlich zu machen. Jetzt bin ich ein schlechter Mensch. Nee, bin ich nicht. Ich bin nur ein unwissend, weil ich vergessen habe, dass es, ist jetzt ein krasses Beispiel, ja, vergessen habe, oder dass man sie nicht alkoholisiert an Steuer sitzt. Dass das halt No-Go ist. Es passieren ja Unfälle, Susanna, auch ohne Alkohol am Steuer. Ja, das ist ein Extrembeispiel. Ja. Das Beispiel war ja nur gegeben,
um zu verstehen, meine Frage, die ich beleuchte mit unserem, wo ich Licht reinschicken möchte, für dieses Verständnis der drei Prinzipien, dass die im Leben wirken, mit uns persönlich ja nichts zu tun haben. So, und das war jetzt nur das Beispiel. Weil wenn ich sage, Glaubensmuster erschaffen die äußeren Umstände, weil das und das passiert ist und ich muss diese Glaubenssätze verändern, damit dieses oder jenes nicht mehr passiert, dann müssen die ja nicht nur da wirken, sondern auch beim Autounfall wirken oder bei irgendwas anderem wirken. Und da ist dieses unschuldige Missverständnis, wessen ich auch ganz viele Jahre aufgesessen bin. Ich habe Glaubenssätzearbeit, Affirmationsarbeit, all diese Sachen ja selber auch gemacht. Und natürlich, das eine oder andere hat sich ein wenig verändert. Letztendlich reden wir aber hier von der Kraft, die konstant ist, die konstant immer da ist, die von diesem, ja, wo wir hinschauen. Und wer mehr mit diesen drei Prinzipien schaut, hat vielleicht schon mitbekommen, dass wir mehr und mehr in diese Richtung schauen. Mhm. Ja. Ja, aber das war super eben mit diesen Glaubenssätzen. Mir kommt davor, Glaubenssätze, das ist ein unendliches Puzzlespiel. Man kann sich damit beschäftigen, genau, weil Puzzeln lustig ist, ja? Wer das mag. Ja. Aber mir kommt vor, mit seinen Glaubenssätzen sein Leben kontrollieren zu wollen, ist ein unmögliches Unterfangen oder ein Sisyphusarbeit. Ja. Weil dieses Puzzle an Glaubenssätzen unendlich groß ist. Ja. Und ja, ein bisschen puzzeln, aber das ist nie zu Ende, das Puzzle. Nie. Nein, nein. Und du kannst immer mehr Licht auch da reinschicken und mehr für dich sehen und erkennen. Und das ist ja auch das, wozu wir die Menschen einladen mit unseren Lebensgesprächen oder mit wozu auch die Prinzipien einladen. Ja, jeder, der geschaut hat mit diesen Prinzipien und diese Prinzipien teilt mit seinen Erfahrungen, bittet immer jeden, diese Dinge selber für sich zu beobachten und selber zu schauen, nichts zu glauben, sondern selber zu schauen. Und Wahrheit und Glauben sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die wir auch spüren. Mhm. Ja. Glauben, da hängen oft noch Zweifel dran, aber und so weiter. Beim Wissen, das ist so ein Wissen. Ja. Und oft sehr leise, weil Glaubenssätze, die basteln, die schwirren herum. Aber ja, das kann wirklich nur jeder beobachten. Und wir sind da bereit, gemeinsam zu forschen, weil es geht ums Forschen. Nicht etwas zu wissen, diese Wahrheit hervorzukitzeln. Glaubenssätze sind sehr laut. Und ja. Diese Weisheit. Wahrheit, Weisheit ist oft sehr leise. Aber je stiller es wird und je weniger ernst wir all dieses Glaubenssatzgeschichten nennen, all diese Prinzipgedanke, Gedanke erschafft. Aber es erschafft die Illusion des Lebens. Aber spannend, ja. Das macht Spaß, das zu erforschen. Ich fand, es war auch ein sehr schönes Schlusswort wieder von dir, da wirklich reinzugehen und in diese Ruhe zu gehen und in diese Kraft zu gehen, die wir sind, die wir einfach sind. In der Ruhe liegt die Kraft. Alte Kalenderweisheit, aber sie erfahrbar zu machen, das können wir alle selber. Ja. Das ist spannend. Gerne Erfahrungen hören wir gerne. Ich bin gespannt, was wir noch alles sehen können mit diesen Glaubenssätzen. Wie gesagt, auch wir wollen damit nicht sagen, dass wir die Weisheit gefressen haben, sondern einfach nur
Dinge im Alltag, die einem entgegenkommen, wirklich auch mal zu hinterfragen und mit diesem Licht des neuen Verständnisses wirklich zu durchleuchten. Kann das wirklich wahr sein, was da unterschwellig rüberkommt? Einfach hinzugucken. Ja. Das macht dann mir Freude. Mir gefällt gerade, was du gesagt hast, wir haben nicht die Weisheit mit Löffel gefressen, weil wir brauchen sie nicht essen. Nein. Es ist es. Sie ist in uns. Wir müssen nur diesen Lärm manchmal ein bisschen ruhiger werden zu lassen. Diesen Lärm der vielen Eindrücke, Überzeugungen, Gedanken und so weiter. Ja, in diesem Sinne würde ich dann auch sagen, wünschen wir wieder unseren Zuhörern ganz viel Spaß, ganz viel Anregung, ganz viel selber schauen, selber beobachten, was die Dinge so machen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit.